Die Saison ist eigentlich noch gar nicht abgeschlossen. Für Südtirols Radsportler zeichnet sich aber erneut ein äußerst erfolgreiches Sportjahr ab. Immerhin sorgten sie in den vergangenen Monaten sowohl national als auch international für Furore, sammelten 16 Italienmeistertitel sowie 3 EM- und eine WM-Medaille. Und in dieser Rechnung fehlt zum Beispiel noch ein Manuel Quinciato, der Bozner Profi, amtierender Weltmeister im Mannschaftszeitfahren, war bei der Prämierung im Bozner Raiffeisensaal nicht dabei, weil er in 10 Tagen in den USA seinen Titel verteidigen will. Landespräsident Nino Lazzarotto konnte eine stolze Erfolgsbilanz vorweisen. Insgesamt stehen den heimischen Radassen bei nationalen Meisterschaften nicht weniger als 40 Podestplätze zu Buche. 2 Italienmeistertitel holte seine Vorzeigeathletin, die Eppanerin Eva Lechner. Sie war auch international sehr erfolgreich. Im Ciclocross-Weltcup landete sie einen Sieg, bei der Mountainbike-EM gewann sie Silber und bei der Weltmeisterschaft in Andorra holte sie letzthin Staffel Bronze. Trotzdem ist sie mit ihrer Saison nicht ganz zufrieden. Es war jetzt nicht wirklich eine schlechte Saison, aber es war auch nicht wirklich eine gute Saison. Es ist so ein bisschen durchwachsen gewesen. Ich bin eigentlich ja außer bei der Europameisterschaft nie wirklich über mich hinausgewachsen und habe eigentlich uns eigentlich nie richtig ins Ziel gebracht. Es ist halt entweder etwas gewesen oder ganz zu Beginn bin ich irgendwie nicht in Schwung gekommen und es ist eigentlich ein bisschen ein Auf und Ab gewesen die ganze Saison über. Im nächsten Jahr finden in Rio de Janeiro die Olympischen Sommerspiele statt. Die sind natürlich das ganz große Ziel der Alpinerin. Wir werden heuer noch nach Rio fahren. Wir haben ein Test-Event am 11. Oktober und dann wird die Strecke, die sie gehört, dann ist so gut wie fertig, wie sie für nächstes Jahr schon. Und von dem her werde ich jetzt noch schon einmal sehen, was mich in Rio erwartet und auch welche klimatischen Bedingungen eigentlich genau sein. Bis jetzt habe ich noch einmal reden gehört. Und sicherlich ist Olympia ein großes Ziel von mir und ich werde sicherlich darauf hinarbeiten, dass es dann nachher läuft. Bei der Ciclocross-Italien-Meisterschaft wurde außerdem Anna Oberbarleiter Zweite. Sie holte auch den Eliminator-Italien-Meistertitel und gewann Silber bei den Europameisterschaften der allgemeinen Klasse. Nicht weniger erfolgreich war Italiens Cross-Country-Universitäts-Italien-Meisterin Lisa Rabensteiner, die es im U23-Weltcup gleich 3-mal aufs Podium schaffte und Gesamtdritte wurde. Die WM ist nicht so gut gegangen. Schade, dass es genau das letzte Rennen war, aber geht man mit nicht so ganz einem positiven Gefühl weg. Aber ich glaube, ich kann auf verschiedene Saisonen zurückschauen. Ich war dreimal auf dem Weltcup-Podest, was ich mir am Anfang der Saison eigentlich nicht erwartet habe, dass ich es heuer wieder schaffe. Und deswegen bin ich eigentlich schon gut zufrieden. Und eben auch mit dem 3. Platz im Gesamtweltcup. Ist schon super. Nicht ganz nach Wunsch lief hingegen die Saison für Gerhard Kerschbaumer, Staffel-Italienmeister im Cross-Country. Am Anfang ist es nicht so letztes gegangen. Der Höhepunkt ist Baku gewesen, dann bin ich Vierter geworden. Dann bin ich eigentlich super zufrieden gewesen. Und ja, dann habe ich noch ein Rennen in Österreich gewonnen und dann ist es leider rückwärts gegangen. Und ja, die Weltcups sind nicht gegangen und bis zum Schluss ist es einfach mir nicht aufgegangen. Olympia ist derzeit für Kerschbaumer keine Diskussion. Logisch, Olympia ist mein Ziel, aber wenn ich so eine Saison mache wie heuer, dann ist ein Blödsinn, dass ich starte. Weil ich will Olympia teilnehmen, und um ein Resultat zu machen und nicht gleich hinten rum zu fahren. Und deswegen, entweder ich bin gut oder ich bin nicht gut und dann bleibe ich daheim. Was nach 2016 geschieht, lässt der Verdienstler noch offen. Erst vor kurzem hat Manuel Quinciato in einem Interview behauptet, Kerschbaumer könnte ein erfolgreicher Straßenfahrer werden. Wir sind einmal oder zweimal oder ein paar Mal miteinander mit dem Rad gefahren. Und wieso er das sagt, ja, wo? Auch in Downhill sind die Südtiroler inzwischen Spitze. Italienmeisterin Veronika Wiedmann ließ mit ihrem WM-Debüt und einem Sieg im Europacup in Tschechien aufhorchen. Die erst 15-jährige Anita Rossi, ebenfalls aus Neumarkt, wurde Jugend-Italienmeisterin im Eliminator und Enduro. Ja, logisch war es so ein Traum, da einmal Weltcup zu fahren, WM. Und die Fahne ist so für mich so Idol. Und ja, schauen wir, was mit der Zeit kommt. Und dann bleiben noch die Straßenfahrerinnen vom Bozner Club Mendelspeck. Elena Pirone aus Leifers sorgte italienweit für Furore, als sie im Einzelzeitfahren der Nachwuchsklasse, im Mannschaftszeitfahren und schließlich auch noch in der Teamverfolgung auf der Bahn den nationalen Titel gewann.
International bestach sie bei den europäischen Jugendspielen mit der Goldmedaille. Auch Alessia Virgilie gewann 3 Italienmeistertitel. Südtirols Radasse bleiben somit auch in diesem Jahr in der Erfolgsspur. Ich freue mich auf die